Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und ich bedanke mich mal für alle Zuschauer. Ich begrüße auch die neuen Abonnenten. Natürlich begrüße ich auch meine Stammabonnenten, die schon länger dabei sind. Aber jeder ist willkommen. Das hilft mir ungemein. Wachstum für den Kanal, ne? Mal sehen, ob wir noch einige tausend schaffen, ne? Oder Ende des Jahres 60. Wäre schon mal eine schöne Sache, ne? So, den stellen wir jetzt mal hier hin. Ich würde mal sehen, den Drescher wegkriege, damit wir da, dass der den Dünger aufladen kann, ne? So, aber erst mal den zweiten wegstellen, sonst haut er wieder ab und fährt zum Feld Nummer 44. Da das hier auch keine Lösung. Weil wir sind soweit mit durch mit der Ernte. Bis auf Hopfen und Rüben. Also kleines Rübenfeld haben wir auch noch. Vielleicht kaufe ich noch eines anderes Feld. Kann sein. Hier sieht man nicht aus. Aber erstmal nicht. Also will jetzt demnächst, dann muss ich zur ein Sägewerk ganz kurz, ein bisschen Holz kaufen, Paletten herstellen. Ich brauche nämlich ein paar fürs So, da gehen wir kurz rüber zum Sägewerk. Und dann kaufen wir ganz kurz ein bisschen Holz, denn wir haben ja nichts, ne? Wo Palette haben wir nicht viel. So, gehen wir rein. Leerpalette. Holzstamm. Da kaufen wir mal kleinen Wald, ne? Ich sag, wir brauchen immer wieder Paletten. Das ist ja das zurzeit Sägewerk, ist zurzeit nicht machbar. Wir können mal ruhig 50.000 ausgeben, so ungefähr. Das ist schon okay, da sind. Ja, 1%. Aber da kann man arbeiten. Ein paar haben wir ja da. Ein paar Paletten haben wir da. Hackschnitzel haben wir auch. So, okay. Wie gesagt, mit denen kommen wir nicht weit. Aber es ist ein Start bei der Zuckerrübenreg, ne? So, das wird auch erledigt. Jetzt muss ich mal hier gucken. So. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso? Warum muss man jetzt unbedingt den kurzen Weg nehmen und so einfach so und den Kurs nicht so nutzen, wie er vorgesehen ist? Und dann wäre es doch gut gewesen, ne? Oder will er so den Punkt fahren, wo ich jetzt das Programm gemacht habe, das kann sein. Ja, ja. Der will genau dahin fahren zum Feld, wo er anfangen will. Das muss wieder funktioniert. Das Hinfahren und Vollmachen, das klappt ja. Würde klappen. Bei Dünger wäre nicht ganz tragisch. Aber der Kalk wäre schon schön. Dann mache ich es anders. Wir gehen am ersten Wegpunkt. Es kann sein, dass ich da vielleicht er soll ja die Straße nutzen, ne? Halt! Nicht 44, doch. So soll es funktionieren, ne? Richtung. Ja, oder es war nicht mehr aktiviert, das kann auch sein. So, wo war ich stehen geblieben? Bei meinen Fahrzeugen. Freigeräumt. Die sollen ja rein. Ja.
Ich will ja im Prinzip die Düngerfabrik, die Zuckerfabrik mit Rüben beliefern und mit Wasser. Das heißt, der Fan kann schon mal Rüben liefern. Theoretisch. Den werden wir jetzt auch mal einmal voll machen mit Rüben vom globalen Markt. Und dann müsste ich gucken, wird da schon so ein Punkt? Glaube ich eher nicht. Da habe ich keinen gemacht, glaube ich nicht, dass ich einen gemacht habe. Das machen wir jetzt. Weil der Fendt relativ schnell ist, ist er ja der ideale Fahrzeug dafür. Ne? Zu schnell wäre auch nicht gut, dann würden die wieder sich umbringen. Ja, Mist muss ich hinbringen und Gülle. Muss ich auch noch machen. Bevor die Nacht zum Schlafen geht, ne? Zuckerrüben. Ja, das nächste. Der nächste ist fertig, ne? Gut, aber jetzt haben wir. Ja, nächstes Mal geht weiter. Zunächst und schon schaffen wir nichts. Weil über die Straße mit dem Autoreifen ist besser als mit dem Traktor. Der macht dann weniger Probleme. LKW. Der hat ja auch Zeit zum Fahren. Der kann in aller Ruhe 3-4 fahren. Kann 3-4 mal fahren und muss auch fertig. Ist ja an sich ein großer Anhänger. Ne? So. Auf zur Zuckerrübenfabrik. Sabbert die Beine, ne? Ja, ein blöder Gebiss, da muss man ja rausnehmen, kurz Pause. Für die für Zahnfleisch. Das drückt ein bisschen. Keine Entzündung, das merke ich sofort. Dann muss ich mal ein bisschen über Nacht mal heilen lassen. So, Fabrik. Nach Innensicht, klappt das? Nicht richtig, ne? Dann muss ich mal sehen, dass ich mal deaktiviere und nicht funktioniert. Oder mal wieder mal ein bisschen justieren. Es kann sein, dass ich mal nachjustieren muss. Okay, ist es. Oder ich habe hier keinen Kontakt zu dem. Ups, meine Augen, das kann schon sein. Na, das war's gewesen. Ich hatte mein Pop-up hier, für Mikrofon, die Dings hier. Hatte Kontakt zum Eye-Tracking. Ich will mal sagen, unterbrochen. Ziemlich ganz. Dann klappt das nicht. Das soll ja was anderes gehen, ne? Dass man im Kopf für eine Brille aufsetzen kann. Ne? Aber gut, da kaufe ich immer nichts. Da muss das alte genügen. Wie gesagt, ne? Kann man ja nicht sehen. Jetzt sehen wir was. Ja, das ist mal richtig. Ich muss ja nur da vorne, aber sogar habe ich den Punkt finden, wo wir ihn aktivieren können wegen Abladen. Hier sind meine Rüben, glaube ich. Oder? Ja, wahrscheinlich. Klingt gut, genügsam. Kein Unkraut. Oh, mein Hopfen ist so schön gewachsen. Immer schön zu sehen, ne? Gut, Hopfen wechsel so normalerweise nicht. Ist ja an sich viel kleiner. Also eine Anbaufläche. So ein Wahnsinn gerannt. Die Ernte erfolgt eigentlich. Ja. So, hier müssen wir allermeistens manuell. So. Hier müssen Paletten bringen. Da haben wir eine Position. Guck mal, wie die Kurse gefahren hat. Ja, das haben wir. Ja. Und dann mal schauen. Bin mir nicht ganz sicher. Also den Punkt für Rüben ist auch für Wasser normalerweise.
hat Holger gefahren. Das war alt dann. Aber hier. Ist das nicht. Da müssen wir sehen. Und der löschen den Spaß. Und löscht den. Machen wir anders. Ich glaube ich schneller. Ich sag mal, je mehr Punkte vorhanden sind, umso ob wir hier auch lose abfahren könnten. Theoretisch ja. Ja, wir haben den Kurs beim Bauen nicht gesehen. Aber ich wollte mit Absicht ein bisschen mehr. Ja, da muss ich immer sehen, dass ich punktiere hier. Gerade nicht optimal getroffen den Punkt, aber ich wollte im Prinzip möglichst viel Spielraum zum Wenden und zum Fahren. So. Muss ich den Kurs ein bisschen rüberschieben. Und dann mal ein bisschen zurückfahren. Muss ein bisschen die Sicht an eingucken hier. So. Vorne. Können wir ein bisschen verschieben. In der Mitte ungefähr. Die Kursquelle aktivieren. So. Anschalten. Wieder aus. Können wir den ein bisschen zu mir herziehen. Den bisschen rüberziehen. Dann sehe ich schon kommen, dass das da entsprechend Probleme geben wird. Und mein großer Faktor. Und da verbinden. Und hier machen wir einen Punkt. So ab. Laden. Ne, laden. Zucker. Krieg müsste eigentlich auch Wasser sein. Fest. So. Ja, es müsste auch Wasser sein. Erstellen. Kippen wir ab. Dann werden wir hier mal einstellen. So. Wir laden globaler Markt. Und zwar abladen, 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 ausfüllen. Milchstahl, beladen Gärreste, beladen Düngerfabrik, beladen globaler Markt, Strohexekut. Abladen. Rüben. Zuckerrüben. So, dann brauchen wir noch einen zweiten Traktor. So, wo haben wir einen? Hof.
nehmen wir den gleich hier. Der muss ja nicht schnell sein, mit 53 km/h reicht dicke aus. So, Wasserbehälter. Muss ich mal gucken. Den hier hab. Der Kaltstrahl ist angekommen. Ist halt ganz praktisch. Da steht Absatz im Kurs. Wird dann so nicht stören. Plan. Ist das endlich? Im Grunde egal, Hauptsache kippt ab, ne? So. Dann werden wir gleich mal wegstellen und dann mal schauen. Wasserbehälter, das müsste eigentlich stehen. Kann man den auch nicht vom Weg theoretisch, das ist klein. Bei der Entfernung. Ich weiß nicht genau, wo ich Wasser abholen werde. Jetzt haben mehrere Punkte in der Zeit. Also extra bauen wir jetzt keinen, ne? Junge. Verkehrt. Hof muss du rauf. Hof. So, ganz links. Aber nicht den Pfeiler nutzen. Also den Lenker muss ich mal Tastatur ein bisschen schneller machen. Ne? So, abhängen, jetzt fahren wir Wasserhälter holen. Wasserbehälter. Boah, dann können wir den grauen nehmen, ne? Der ist der LKW. Hat aber noch einen Teifen dran, das ist gut. Ist ja egal. Hab nicht für die Herrasse gedacht, aber. Graus Universal. So. Und zwar gehen wir los mit Belan. Wasserbrauerei oder Wasser. Fabrik. Abladen. Unser kommt an. Mit Wasser irgendwas. Oder Zucker. Dünne Gärreste, Hauptlager Kalk. Müsste eigentlich funktionieren, ne? Also Wasser. Und da müsste ich mir eigentlich mit mitfahren. Das klappt. Aber das schaffen wir heute nicht mehr, Leute. Aber wir schicken mal los. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Ich könnte mal so Folgendes tun. Irgendwo war es gewesen, wo man mehrere Punkte anfangen kann. Ne? Frag mich nicht, ob das alles so klappt. Ob das entsprechend dann überall beladen mit Wasser. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ne? Ja, dann sind wir schön verkauft. Schade, schönen Restsonntag. Schönen Dank, nochmal schönen Dank für Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Mit Wasser und Zuckerrüben. Dann werde ich mir dann LKW starten müssen und entsprechend Paletten liefern. Ja, tschüss, wir winken, bis dann und ciao. Tschüss.